Das ist natürlich schwer bei der derzeitigen Wirtschaftslage, so als Pirat. Da hat man ja derzeit nur in Somalia Glück, wobei. Aber ich will nicht zurück in den Zirkus. Gib das her, du wirfst wie ein Mädchen. Was? Wanted. Pizzeria Holle sucht Aushilfe. Belohnung 57 Berry die Stunde. Überstunden werden nicht bezahlt. Kontakt? Mr. Four. Mr. Four? Ah, könnte schlimmer sein. Wenigstens nicht Miss Doublefinger. Dann gehe ich mal. Doublefinger, diese Zicke. So eine Taille kann doch niemand haben. Die ist sicher magersüchtig. Oder operiert. Oder beides. Die war früher sicher Miss Schwabbelfinger. Pizzeria Holle. Hallo, ich hätte gerne eine Fleischpizza bestellt, mit Fleischbällchen und Fleischsoße, überbacken mit Fleischkäse. Dazu hätte ich gerne extra Fleisch. Außerdem möchte ich einen Fleischsalat. Und zu trinken hätte ich gerne einen Fruchtsaft. Und zwar mit ohne Frucht und mit Fleisch. Wie lange wird das dauern? 7 Tage. Was? Das ist ja noch fast ein Monat. So lang warte ich nicht. Sanji, du. Und was machst du eigentlich hier? Ich brauch den Job. Hey, Fortran, wir haben eine neue Bewerberin. Gibt's denn so viele? Ja, aber bisher sind alle in den Prüfungen gescheitert. Prüfungen? Ja. 3 Prüfungen musst du bestehen. Als Komm, gehen wir. Ich erklär's dir auf dem Weg. Musst du zum Ofen gehen. Hallo, mir wird warm. Habt ihr mich vergessen? Fortran ist aber auch nicht schneller geworden in den letzten Jahren. Du müsstest mal auf Animex gehen. Hallo, hört mich denn keiner? Ihr habt mich bestimmt vergessen, wie meine Mutter. Und was muss ich jetzt machen? Du musst 3 Prüfungen absolvieren, die alle dazu dienen, die Zutaten für unsere Spezialität, die Kinderpizza, zusammenzutragen. Lass mich raten, die erste Zutat ist das Brot. Jupp. Welch eine Meisterleistung. Ein Ofen, ein fertiges Brot. Wer hätte gedacht, dass da ein Zusammenhang besteht? Na, endlich. Prüfung geschafft. Aber keine neue Bestzeit. Mach dir nichts draus. Bernd ist immer so. Er ist ohnehin nur das Testbrot, also schieb ihn einfach wieder rein. Na gut, lasst mich halt allein. Hey, was riecht hier so verbrannt? Oh Mist.
Diese Prüfung wird jetzt auch nicht wirklich schwer. Du musst nur reingehen und die Pilze holen. Keine Angst vor dem Besitzer. Der ist eh immer stoned. Das ist alles? Das ist alles. Männer, warum kauft Fortran seine Zutaten nicht einfach online? Warum einfach, wenn es kompliziert auch geht? Mein Gott, was machen die beiden denn da? Klauen die beiden meine Pilze? Meine Pilze! Das ist das Zweite, was in den letzten 20 Minuten passiert ist. Und Checo überkam eine Flut an Emotionen. Wut. Angst. Überraschung. Wow. Und schließlich das unbändige Verlangen, dass der gut aussehende junge Herr vor der Tür doch endlich sein Gewächshaus betreten möge. Niemals! Leck mich! Gerne. Gah! Hi. Sieht man. Ihr zwei Pilze wollt also meine Zitronen klauen? Zitronen? Pilze. Weißt du was? Ich nehme einfach die Pilze und dann bin ich weg. Alles cool. Diese Muster. Sie sagen mir, dass ich dich aufhalten muss. Und zwar... nicht. Auch nicht. Auch nicht. Ah, hiermit. Ich werde dich jetzt hypnotisieren. Bei Osiris und Apis. Die aus den Fillern? Nein, die schreibt man mit B. Mit B. Also nochmal. Bei Osiris und Apis, Enel und Ganford, schau mich an. Schau mich ganz fest an. Du bist jetzt ein Wildschwein. Ja, ein Wildschwein. Was hast denn du da? Das? Ja, weißt du, als ich noch ein kleiner Junge war. Moment! Bei Azuris und Castratis, bei Bushido und Garnelford, bei Asterix und Obelix, zum Teufel, sprich mir nach. Ich bin ein Wildschwein, ich bin ein Wildschwein. Du bist ein Wildschwein, du bist ein Wildschwein. So ist es. Ich bin ein Wildschwein. Ein Wildschwein. Jawohl. Am Kinderspielplatz. Und was mache ich jetzt hier? Hier bekommen wir die letzte Zutat für unsere Kinderpizza. Und du wirst es nicht glauben, aber die letzte Zutat ist... ein Kind? Ja, dann geh und such dir doch eins. Du malst aber ein schönes Pferdchen. Das ist doch kein Pferdchen. Das ist die Darstellung des Inneren, des Diskurses, des ambivalenten Dispositiven an und für sich, um die soziokulturelle Impotenz des Individuums im Kontext der postfeministischen neoliberalen Weltanschauung zu beleuchten. Es impliziert den Anachronismus, der subversiv akkumulativ auf das isolierte Geistige wirkt. Wie schon Foucault sagte, es geht um die Abgeschiedenheit des Menschen in großen Menschenmassen. Verstehst du? Wir sind alle einsam. Wir werden einsam geboren und wir werden einsam sterben. Dann ist
das da wohl auch kein Hündchen? Natürlich ist das ein Hündchen. Der einzige Freund des Menschen. Außerdem sind Hündchen süß. Wie stehst du eigentlich zu Süßigkeiten? Ich mag Süßigkeiten, aber nur, wenn es keine Lollis sind. Die sind nämlich phallisch und symbolisieren die Unterdrückung der Frau durch den Mann. Oh! Und Tee und Kekse? Kekse! Na dann komm. Wieder in der Pizzeria. Nicht schon wieder, das ist doch langweilig. Jetzt lass mich doch erst einmal ausreden. Also, wieder in der Pizzeria. Viel Glück. Gratulation, du hast alle Prüfungen bestanden. Du bist eingestellt. Und es ist immer noch nicht interessanter. Na, dann mach's doch besser. Na dann, macht Platz, denn in diesem Moment betrat eine imposante Gestalt mit großen Schritten die Taverne. Alle erstarrten beim Anblick seiner gigantischen Nase. Schleuder. Die Frauen fielen ihm zu Füßen und die Männer auch. Was? Nein, du nicht, geh weiter. Okay. Schließlich stürmten Captain Lysops 8000 Mann und Frauen. Und Frauen. Und was ist mit Transgender, Intergender und Transvestiten? Will ich mal nicht so sein. Die politisch völlig korrekte Truppe stürmte die Pizzeria und eroberte sie. Und dann bekam Miss Valentine ihr Geld und ich meine Geschichte zurück. Noch immer am Strand, im Sand. Ich seh, was du nicht siehst und das ist gelb. Ist es Sand? Ja. Ich seh, was du nicht siehst und das ist gelb? Noch mehr Sand? Nein! Nicht? Was dann? Miss Valentine! Und? Und Miss Valentine erzählte ihnen, dass sie mit Unmengen Geld entlohnt wurde. Ich wurde mit Unmengen Geld entlohnt. Und Buggy dachte sich, dass er auch Unmengen Geld haben wollte. Unmengen Geld? Ich will auch Unmengen Geld! Und da diese Geschichte so oder so schon viel zu lange ist und jetzt auch dem Letzten klar sein sollte, dass der Clown die gleichen...